2 Mokoko und 6,0 die 5 Bader Palu. Die Siegwetter gibt es hier, nur zwei Platzwetten, weil wir nur 7 Starter ursprünglich hatten. Dann dazu natürlich die 2er- und die 4er-Wette, die Wettmöglichkeiten im 4. Rennen. So, weiter bei Stein, jetzt sind wir da oben schon, wird dann gleich die Kandidaten. Den anderen Teilnehmern herangeholt. So, und dann geht es in diesem Moment auch wohl los. Der Start erfolgt und Northern Eagle haut die Bremse rein. Ein gültiger Start ist es aber zu diesem Preis der Fortuna. Northern Eagle, der Favorit da praktisch am Start stehen geblieben. So geht es erstmal los unter Führung von Padre mit Mukoko an der Außenkante. Und sie vom Publikum gehen jetzt in die Schlussrunde hinein. Padre Mukoko dahinter ist auf dem dritten Platz Nepalo zu sehen. Dann Aridus und Sky Emperor. So geht es durch die Hände von Jasmin Reda jetzt mit der Führung und dem zweiten Platz in die Gerade kommen. 450 Meter noch im Preis der Fortuna. Palo Palu ist vorne, aber Nepalu setzt nach. Dahinter ist Sky Emperor jetzt Dritter, dann Mukoko vor Aridus. Nepalu setzt weiter nach. Vorne ist aber noch Palo Palu vor Nepalu. Sky Emperor arbeitet sich dahinter noch ein bisschen näher heran, ist klarer Dritter. Aber wer wird gewinnen? Palo Palu oder Nepalu? Wer hat weiterhin versucht, aber 150 Meter vor dem Ziel. Zwei Längen finden müsste. Palo Palu legt weiter zu und wird hier gewinnen. Dahinter kommt Sky Emperor jetzt noch stark auf für den zweiten Platz. Palo Palu gewinnt den Platz. Dann eben keine Startmaschine hat, sondern den Flankenstart erlebt, da muss man gut konzentriert sein. Vielleicht kannst du es mal erklären. Ja, genau. Ich meine, jetzt der Start war ein bisschen turbulent gewesen, weil der Sprecher auch noch nicht genau zum Startpunkt gekommen ist. Und deswegen war es so ein bisschen so ein laufender Start. Wir gratulieren. So, und dann gibt es natürlich auch von uns allen den Applaus. Herzlichen Glückwunsch an unseren Sieger im Auftritt des Preis der Fortuna.
Einfach über vorne eigentlich meistens. Okay.